Yo! Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen schmackhaften Video mit diesem jungen Herrn hier. Und zwar machen Smile und ich heute ein Kochbattle, in dem wir versuchen, Falcos Herz mal wieder zu erobern. Wir haben zwei verschiedene Gerichte, jeder kann für sich entscheiden, was er kocht. Und mal schauen, wer von uns Falco überzeugen kann. Aber erstmal stellen wir uns richtig vor. Smiley, er ist nicht nur ein leidenschaftlicher Raucher, Energy-Drink-Trinker und seit neuestem auch Streamer, sondern auch ein begabter Koch. Dima, ich soll irgendwas Nettes über ihn sagen. Also, ich koche besser als er. Tschüss! Das Video wird übrigens unterstützt von HelloFresh, die ein geniales Konzept haben für bewusste und einfache Ernährung. Bei HelloFresh kannst du jede Woche aus 34 neuen Rezepten das auswählen, was dich persönlich anspricht. Und die Zutaten werden frisch und landesweit bis an deine Haustür geliefert, was ich ziemlich cool finde. Man kann die Boxen entweder für 2 oder für 4 Personen auswählen und du kannst selbst entscheiden, wie viele Rezepte du machst, zwischen 2 bis 5 pro Woche. Also seid ihr ganz flexibel. Für die Faulen von uns gibt es sogar Rezepte für den Thermomix. Perfekt, das wollen wir sehen. Natürlich habe ich auch einen Gutscheincode für euch, liebe Freunde. Und zwar spart ihr mit HF Dima bis zu 80 Euro auf die ersten 4 Boxen in Österreich und Deutschland. Und in der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken. Heute haben wir Zutaten für 2 verschiedene Gerichte zugeschickt bekommen. Und zwar einmal die italienische Spätzlepfanne und einmal einen veganen Burger. Ich habe mich für etwas entschieden, was mehr zu mir passt, also etwas Veganes. Mal gucken, ob ich Falco damit überzeugen kann. Mal schauen auch, was Smiley auswählen wird. Die Rezepte sind auch schon mit dabei. Das Coole ist, dass die Zutaten immer frisch von zertifizierten lokalen Erzeugern kommen, was man natürlich gerne unterstützt. Hier ist das Rezept für meinen veganen Burger. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. So, hier sind jetzt alle Zutaten, die wir für den Captain's Burger brauchen, denn so heißt er nämlich. Und zwar mache ich Pommes aus diesen Karotten hier. Die kommen gleich in den Ofen, also muss das als erstes gemacht werden. Und aus dem Rest wird eine selbstgemachte Soße zubereitet. Die Karotten müssen geschält werden und die Enden abgeschnitten. Dann mache ich quasi so eine Art ein bisschen dickere Streifen daraus, wie so eine Art Pommes. Jetzt muss ich die Karottenpommes erstmal mit ein bisschen Öl, Salz und sogar ein bisschen Zucker vermengen. Ich finde Karotte auch ohne Zucker nicht schlecht, aber wir machen alles nach Rezept. Also ein kleines bisschen Zucker, etwas Öl und zwar einen Esslöffel, ungefähr, ne, nach Gefühl. Und ein bisschen Salz. Einmal schön durchrühren und das Ganze kommt für 20 Minuten in den Ofen bei 200 Grad Umluft. Ich habe leider kein Backblech, aber ich habe dieses Backgitter und muss ein bisschen improvisieren. Ich werde es trotzdem schön und mit Liebe hier drauf auf dem Backpapier verteilen. Übrigens, das ist wirklich das allerletzte Video, was wir hier im Haus drehen. Deswegen ist es auch ein bisschen nostalgisch gerade, dieses Video zu drehen. Werd gleich sentimental, aber bitte nicht weinen, okay? Schaut euch das an, ist einfach nichts mehr da. Hier gab es immer tausende von Menschen und jetzt ist es einfach leer. Die Schalotte wird halbiert und fein gewürfelt. Natürlich auch die Schale entfernen, nicht vergessen. Jetzt werden Dill und Petersilie fein gehackt. Dafür habe ich so ein fancy Gerät hier. Es geht ganz schnell damit. Und als ich klein war, habe ich ganz gerne einfach Gurke aufgeschnitten und mit ein bisschen Salz drauf einfach so gegessen. Die wird jetzt halbiert und mit einem Löffel in der Mitte entkernt. Ein Viertel der Gurke wird fein gewürfelt und der Rest wird einfach in Scheiben geschnitten. Also nehme ich einfach mal so großzügig ein Viertel zum Würfeln, aber erstmal mache ich Scheiben, weil das ist leichter. Vegane Mayonnaise übrigens, veganes Sojaprodukt und ein bisschen Senf mit Salz und Pfeffer. Wir mixen erstmal das, was ich alles hier habe. Was ich auch ganz nice bei HelloFresh finde, ist, dass die Verpackungen recycelbar sind und die Lieferung CO2-neutral. Manche würden sagen, ein bisschen zu viel Mayo. Ich würde sagen, ist ein bisschen zu wenig vielleicht. Das ist quasi später die Soße für den Burger, also gibt es nicht zu viel. Soja rein und Senf. Jetzt muss das Ganze verrührt werden und das, was ich hier rausbekomme, ist eine selbstgemachte Remoulade. Optisch sieht es schon ziemlich nice aus. Genial. Die Remoulade schmeckt zwar so schon gut, aber ich habe komplett vergessen, die Zwiebeln reinzumachen. Die kommen natürlich auch noch rein. Jetzt mache ich einen Gurkensalat. Dafür kommen alle restlichen Gurken in eine Schüssel, wenn ich das richtig verstanden habe. Einfach noch ein paar Esslöffel von dieser Remoulade rein. Pure Gurkenexplosion, würde ich sagen. Einfach ein bisschen verteilt hier, schön goldig anbraten. Ein paar Sekunden später. So soll das dann am Ende aussehen. Nicht zu verbrannt. Und jetzt kann ich auch schon die Remoulade auf die Brötchen schmieren. Nicht zu geizig damit. So, Freunde, die Karottenpommes sind auch schon fertig, sehen super lecker aus. Jetzt kommt ein bisschen Gurkensalat dazu. So, jetzt brauchen wir aber ein paar Beauty Shots, damit auch ihr ein Gefühl davon bekommt, wie wunderschön das geworden ist. Let's go. Musik.
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und Falco steht auch schon da. Kommen Sie auch direkt ruhig. Ich habe einen veganen Captain's Burger mit veganen Fischstäbchen, einen selbstgemachten Gurkensalat mit selbstgemachter Remoulade und Karottenpommes. Du kannst gerne das Aussehen, die Konsistenz und den Geschmack bewerten. Sehr lecker. Konsistenz auch top, Duft auch. Wenn ich wirklich meckern sollte, würde ich sagen, ja, die Fischstäbchen noch ein bisschen durch, weil ich mag es wirklich auch übertrieben krokante. Krokante, wenn es komplett dunkel ist. Soße auch top. Am Ende wirst du noch mal bewerten, wer von uns beiden gewonnen hat. Jetzt würde ich sagen, lass ich erstmal Smiley weitermachen. Ich habe mir ein Gericht ausgesucht und zwar italienische Spätzlepfanne. Ich bin sehr gespannt, was das Italienische an der Spätzlepfanne ist. Aber ich dachte, mit Italien kriege ich Falkos Herz so ein bisschen. Das könnte funktionieren. Zuallererst fangen wir mal an mit der Frühlingszwiebel. Das Endstück kommt natürlich weg und dann schneiden wir die einfach in feine Ringe und den weißen Teil trennen wir vom grünen Teil. Als nächstes nehme ich mir die Chili und schneide den Teil hier oben ab, halbiere die und entkerne die. Perfekt, Digi, danke dir, dass die Oberseite vom Messer schärfer ist als die Unterseite. Okay, und die Chili wird jetzt fein gehackt. Thymian, Blätter abstreiben. Ich bin grobmotorisch für sowas, aber ich gebe mein Bestes hier. Jetzt habe ich hier die Kirschtomaten. Die werden jetzt von mir einfach ganz fix halbiert. Knoblauchzehe wird geschält. Einer der geilsten Gerüche meiner Meinung nach, außer wenn es aus dem Mund kommt. Geschmacklich passt es einfach zu jedem herzhaften Gericht. Die halbiere ich einmal und dann nochmal, also ich viertel die. Und dann wird die in kleine Stückchen geschnitten. Als nächstes kommen die Spätzle in die Pfanne. Werden mit 1,5 bis 2 Esslöffel Öl angebraten. Ungefähr 6 Minuten, bis die goldbraun sind. Freunde, es geht ans Pesto, Basilikum und Petersilie hier rein. Dazu kommt die Basilikumpaste, die wir hier dabei hatten. Boah, geil, Alter. Das sieht schon aus wie Pesto, Junge. Mmh. Ich glaube, ich werde Falco überzeugen können mit diesem Gericht. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass so ein Kommentar von Falco kommt mit: Hä? Spätzle und Italien? Jetzt kommen hier 100 Milliliter Wasser dazu. Die Hälfte von unserem Parmigiano. Boah, das wird ein Baba-Pesto. Ich halte meine Hand hier ein bisschen drüber. Ich werde es einmal probieren. Wow. So ein geiles Produkt. Wirklich so geil. So, jetzt kommen die Spätzle nämlich hier raus in eine Schale, die ihr euch natürlich schon vorbereitet habt. Hier feuern wir wieder drunter. Und da geben wir jetzt unseren Babyspinat rein. Der muss jetzt nochmal 2 bis 3 Minütchen braten. Jetzt geben wir hier den Frischkäse mit rein. Perfekt. Dann unser selbstgemachtes Pesto. Oh mein Gott, riecht es gut. So, jetzt lassen wir den Frischkäse kurz schmelzen. Eine Sache habe ich vergessen, aber das ist halb so wild. Nämlich den weißen Teil der Frühlingszwiebeln und den Knoblauch da rein zu tun. Und zu guter Letzt kommt noch unser Gemüsebrühepulver hier mit rein. Und das wird jetzt auch nochmal untergerührt. Die Soße sieht auf jeden Fall sehr, sehr tasty aus. Wer hätte richtig Bock, das jetzt zu snacken? Bin ein bisschen neidisch auf Falco, muss ich sagen. Kirschtomaten geben wir jetzt hier mit rein. Plus unsere Spätzle. Und jetzt drehen wir nochmal auf, weil wir das jetzt aufköcheln lassen müssen. Freunde, das sieht echt sehr, sehr gut aus. Nicht zu viel. Das ist Falco, natürlich mache ich zu viel. Jetzt kommt hier noch unser Käse drüber. Ein paar von den grünen Frühlingszwiebeln streue ich noch oben drüber. Ich nehme nur ganz bisschen Chili und auch eher an die Seite, damit er sich selber untermischen kann. Mein kleiner italienischer Freund. Mein kleiner Maurizio. Ich habe etwas für dich gekocht. Eine italienische Spätzlepfanne. Okay, interessant. Es ist ein bisschen Chili mit drin, sage ich dir. Okay, ein bisschen scharf. Mhm. Bist du bereit, um meine Bewertung zu hören? Wenn ich mir die Löffel schon angucke, dann habe ich gewonnen. Ich schmecke die verschiedenen Konsistenzen von allen Zutaten. Sieht gut aus, präsentiert sich gut. Man sieht schon auf einen Blick so, oh, was so alles da drin ist. Es schmeckt irgendwie so ein bisschen deutsch. Aber es ist etwas Gutes. Interessanter, interessanter. Okay, Falco, du hast ja den ersten Burger schon komplett verputzt. Und jetzt habe ich noch den zweiten, um ein Thumbnail zu machen. Auf schön hier, auf einem kleineren Teller. Smileys Essen hast du auch probiert. Jetzt kannst du gerne entscheiden, wer von uns endgültig gewonnen hat. Es war eines Entscheidung, aber ich würde sagen Smiley, weil ich schmecke so mehrere verschiedene frische, leckere Zutaten. Das ist super, aber hier habe ich irgendwie noch mehr. Ehrlich gesagt habe ich mir schon gedacht, weil das hat wirklich unnormal nice gerochen. Ja. Das war auch mein Gedanke, so ich verliere mit Spätzle und Gemüse gegen einen Burger bei Falco. Es geht doch nicht immer ums Gewinnen, deswegen bin ich... Das sind immer deine Ausreden, wenn du verlierst. Das hat trotzdem sehr Spaß gemacht zu kochen. Grazie. Falco wird satt heute auf jeden Fall. Danke fürs Zugucken. Ja. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schaut bei den Jungs vorbei. Checkt HelloFresh gerne aus. Alles in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten checkt auch die Videos aus, die hier eingeblendet sind. Sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund. Und gut drauf. Und gut drauf. Tschüssi. Tschüssikowski.